bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Das war die miese Propaganda, damit man alle Leute dazu zwingen kann, zu Hause zu bleiben und sich später impfen zu lassen. So. Das ist einfach eine Riesenschweinerei, die da passiert ist, und deswegen muss man darüber auch immer noch reden. Corona hat unser Leben verändert. Die Gesellschaft ist tief gespalten. Muss man jetzt mittlerweile ein Statement setzen, weil einfach die Personen, die seit der Impfung Probleme haben, alleingelassen werden. Das ist ja auch noch so krank. Die haben wirklich alles dafür getan, damit Menschen sich impfen lassen. Ne? Dann haben Leute Schäden und die werden alleine gelassen. Wir wurden mit dem Thema gebrochen, innerlich gebrochen. So, damit man mit uns machen kann, was man will. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung. Und ich kann sagen, also sie sind wirklich zu prügeln, sind diese Menschen. Die Dame ist nah dran an 1933, glaube ich. Die hat den Scheiß damals mitbekommen. Und die sitzt im Fernsehen und erzählt irgendwas von, die Menschen muss man prügeln. Dass sowas überhaupt zugelassen wird im deutschen Fernsehen, ist krank. Ja, also. Und dann passieren solche Dinge. Und guck dir die anderen an, die fangen an zu klatschen, Bro. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine lieben Freunde. Liebe geht raus von mir und natürlich auch vom ganzen Chat. Herzen sind oben drin, ihr seht's. Und zwar gehen wir für heute ins erste Video rein, welches heißt Jeder wird jemanden kennen. Ein Dokumentarfilm über das bleierne Schweigen. Es geht um die Pandemie, es geht um die letzten 3 Jahre und ich glaube, es ist ein cooler Dokumentarfilm. Deswegen habe ich mir gedacht, werden wir uns den hier im Stream natürlich zu Gemüte führen, denn wir vergessen die Zeit nicht. Wir vergessen nicht, was damals getan wurde. Damals, ich sage schon damals, ob es voll lange her ist. Viele Leute haben mit dem Thema schon abgeschlossen oder wollen es unter den Tisch kehren, gerade die Politiker und die Leute, die die Entscheidungen damals getroffen haben. Ich bin der Meinung, dieses Thema muss aufgearbeitet werden und ich bin auch der Meinung, dass man die Sachen nicht vergessen darf, die da gemacht wurden. Und deswegen reagieren wir jetzt auch wieder auf diesen Dokumentarfilm. Ich küsse euer Herz, lasst dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Ich liebe euch alle und los. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Ja. Das haben die uns eingetrichtert damals so. Das war die miese Propaganda, damit man alle Leute dazu zwingen kann, zu Hause zu bleiben und sich später impfen zu lassen so. Obwohl keiner von den Leuten Bescheid wusste, wie gefährlich der Laden wirklich ist. Und vor allen Dingen wusste auch keiner Bescheid, wie gefährlich die Impfung ist, die sie uns da andrehen wollten, so, weißt du? Das ist einfach eine Riesenschweinerei, die da passiert ist, und deswegen muss man darüber auch immer noch reden. Corona hat unser Leben verändert. Die Gesellschaft ist tief gespalten. Menschen reden nicht mehr miteinander. Familien zerbrechen, Freundschaften zerbrechen. Es entsteht enormer Schaden, physisch wie psychisch. Das sind auch Dinge, das ist ja noch gar nicht so lange her, muss man auch ganz klar sagen, so, weißt du? Das ist ja noch gar nicht so lange her und wir wissen auch nicht, was das langfristig noch für Auswirkungen haben wird, so. Innerhalb der Gesellschaft auch, gerade mit den Jugendlichen und Kindern, die in der Zeit groß geworden sind, so. Bleibende Schäden in deren Köpfen hinterlassen, bin ich mir hundertprozentig sicher, so. Und das ist eine Sache, die einfach extrem ist. Ich finde es so heftig, dass wir das mitbekommen haben auch. Und ich finde es auch krass, dass so viele Leute das einfach so schnell vergessen können. Die Leute, die geimpft waren und die eigentlich alles machen durften die ganze Zeit, die haben das einfach so abgehackt, als ob nichts war. So. Aber für die Leute, dazu gehöre ich auch, die sich nicht impfen lassen haben und ich habe ja noch einen riesen Shitstorm dazu kassiert, weil ich kritisiert habe. So. Und für die Leute war das ein riesen Einschnitt auch in deren Leben. Und das kann man so schnell nicht mehr vergessen. So. Und deswegen, ja Mann, Digga, muss gesagt werden. Ja, ich möchte nicht, dass das alles einschläft und keiner war schuld. Es war halt so, wir haben es nicht besser gewusst. Da möchte ich natürlich schon, dass da was passiert. Wichtig, Sabine. Wichtig. Ich bin auf dem Weg nach Linz und möchte mit Menschen über das Thema Aufarbeitung sprechen. Ich möchte erfahren, wie es ihnen geht nach 3 Jahren Corona. Ich werde mit Beteiligten der Kampagne Jeder wird jemanden kennen sprechen. Ich werde mit den Betroffenen auf den Plakaten sprechen. Ich spreche mit Menschen, die endlich das bleierne Schweigen durchbrechen wollen, die einen neuen Diskurs anregen möchten. Ich erlebe aber auch, dass Menschen nicht mit mir sprechen wollen, da sie noch immer Angst vor beruflichen oder gesellschaftlichen negativen Folgen haben. Das ist halt auch extrem. So wie viele Leute ihren Job auch verloren haben, schon damals, weißt du? Weil sie sich einfach nicht impfen lassen wollten oder weil sie kritisch den Maßnahmen gegenüberstanden. So.
Ganz viele Menschen haben ihren Job verloren. Ganz viele Menschen haben ihre Existenz verloren, weil sie ihre Läden zumachen mussten, weil die ja nicht mehr arbeiten konnten. Wenn du gerade einen Laden aufgemacht hast, kurz bevor die Pandemie gekommen ist, so, und du dein letztes Geld in irgendwelche Kredite rein investiert hast, damit du diesen Laden aufmachen kannst, und dann sagen die, du musst den Laden zumachen und der bleibt jetzt erstmal zu. Und dieses ganze Geld ist den Bach, geht den Bach runter, deine Business-Idee, alles geht den Bach runter. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Und wer macht sich dafür gerade? Keiner macht sich dafür gerade so. Und das Wichtige ist auch, dass wenn wir, warum wir uns diese Videos auch immer noch reinziehen, ist halt, ich bin überzeugt davon, dass das nächste Ding früher oder später um die Ecke kommen wird. Und dann ist es einfach wichtig, dass ein Großteil von der Gesellschaft irgendwo aufgeklärt ist. Weißt du, wie ich meine? So, und deswegen muss man darauf aufmerksam machen, weil es darf nicht sein, dass sowas nochmal passieren kann. Aber, ja, leider muss ich sagen, dass ich befürchte, dass es wieder möglich sein wird. Ab Montag in Österreich bundesweit gilt Folgendes. 2G überall, wo bisher 3G galt. Das heißt Gastronomie, Hotellerie, körpernahe Dienstleister, Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Ab da gilt 2G, das heißt genesen oder geimpft. Bei Veranstaltungen ab 25 Personen gilt ebenfalls 2G, und zwar unabhängig davon, ob man einen Sitzplatz zugewiesen hat oder nicht. Es wird eine Einschleifregelung geben. 4 Wochen lang können Personen, die nur eine Impfung haben, mit einem PCR-Test werden erachtet, als hätten sie einen 2G-Nachweis. Das Ganze dient als... Das ist so krank, Mann. Ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo jeder einfach nur gekämpft hat, dass er irgendeinen Nachweis hat, egal ob real oder gefälscht, oder damit er ja noch irgendwie Teil am Leben, damit er noch teilhaben darf an der Gesellschaft, am Leben. So. Das musst du dir mal reinziehen. Von den Leuten, keiner von denen war krank. So. Aber jeder wollte unbedingt diese Nachweise haben und diese QR-Codes und diese Impfpässe und so. Keiner kennt jemanden, der... Bro, weißt du, was ich meine? Das war so eine heftige Zeit, das ist krank, ich schwör's dir. Das Ganze dient als Anreiz, als starker Anreiz, dass Menschen sich impfen gehen. Das ist unser großes Ziel. Das ist unser großes Ziel, Bro. Wie viel Geld hast du gekriegt von den Pharma-Leuten? Sag's doch einfach. Wir müssen mit der Impfquote, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, nach oben kommen. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Digga, ich schwör's dir, das ist so krank, Bro. Was da passiert, das ist so krank, Bro. Dieses Projekt ist nicht nur Teil der EMOS, sondern der Dachverband EMOS Miteinander. Also es sind viele über die EMOS hinaus befreundete Selbstdenker-Netzwerke, die gesagt haben, tun wir uns da zusammen, bündeln wir die Kräfte, fokussieren wir uns und machen wir gemeinsame Aktionen. Also das sind nicht nur wir EMOS, sondern EMOS Miteinander. Ursprünglich ein Unternehmernetzwerk, mittlerweile aber offen für alle, die sagen, wir wollen etwas unternehmen. Ja, also über den klassischen Unternehmer hinaus. Also stark. Selber sehe Aufarbeitung an sich nicht, weil in meinem Umfeld, also die sozusagen ihre Stimme erhoben haben, die Namen sind ja bekannt, haben eigentlich nach wie vor keine Jobs oder sind nach wie vor irgendwie so ein bisschen außen vor. Da finde ich, muss man jetzt mittlerweile ein Statement setzen, weil einfach die Personen, die seit der Impfung Probleme haben, alleingelassen werden. Das ist ja auch noch so krank. Die haben wirklich alles dafür getan, damit Menschen sich impfen lassen. Ne? Hat er ja eben selber gesagt im Fernsehen. Unter Druck gesetzt ohne Ende. Bei uns in Deutschland auch, was da für Dinger rausgehauen wurden. Man soll die prügeln, man soll die das, man soll die, und die werden sterben und das wird alles passieren und die sind verantwortlich für alles und so. Und dann haben die Leute dazu bekommen und haben diese gezwungen, sich impfen zu lassen. Gezwungen. Ich sage extra das Wort Zwang. Und dann haben Leute Schäden und die werden alleine gelassen, Digga. Was ist das für eine abgefuckte Scheiße, Bro? So. Also wer hier an der Stelle nicht dann langsam mal so aufwacht oder mindestens anfängt, das ganze Thema kritisch zu sehen, so. Sprich, sie sitzen allein auf den Kosten. Kassenärzte kennen sich leider viel zu wenig aus, ja. Mhm. Und die Wahlärzte kosten halt... Selbst die Impfstoffhersteller kennen sich nicht aus. Weißt du, das ist ja das Kranke. Das Ding wurde so schnell rausgebracht und es gab so eine mRNA-Impfung vorher noch nicht. Selbst die Leute, die den Laden rausgebracht haben, wussten nicht, können Nebenwirkungen kommen. Welche Nebenwirkungen können kommen? Wie häufig werden diese Nebenwirkungen sein? Das wussten die alles nicht. Das geben die ja heute offen zu. Geben ein Heidengeld und
ja, teilweise müssen halt auch etliche Untersuchungen über Deutschland gemacht werden, damit man überhaupt irgendwelche Informationen bekommt, wie der aktuelle Stand der Gesundheit ist. Ja. Die Schäden sind eklatant. Ich habe selber, wenn ich ganz tief in mich hineinspüre, ja, macht es immer noch was mit mir. Es ist nicht vollständig weg und ich glaube, das geht sehr vielen so. Ich habe Kinder. Hundertprozentig. Und es ist ja so, dass wir mittlerweile, also ich weiß es auf jeden Fall, dass sehr viele Menschen durch die Welt unbewusst durchgehen und sich selbst gar nicht richtig kennen oder fühlen oder spüren. So, geschweige denn andere Menschen fühlen, spüren oder Tiere oder Umwelt oder was auch immer so. Und deswegen ist es auch so, dass viele Leute sagen, ja, ist doch nichts passiert, alles cool und so, alles ist wieder normal. So, aber ganz tief in den Menschen ist was passiert. Wir wurden mit dem Thema gebrochen, innerlich gebrochen. So, damit man mit uns machen kann, was man will. Und so viele Leute, die mitgemacht haben, daran hast du gemerkt, wie viele Leute bereit dazu sind, alles zu tun. Alles zu tun, was die Regierung sagt, so. Egal, in welche Richtung es geht. Und das ist einfach eine Sache, die mir persönlich, gerade in Deutschland, auch Angst bereitet hat, so. Wo ich auch immer mehr dann auch mit dem Land irgendwie abgeschlossen habe, dass ich mir gesagt habe, so, ich kann mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang in diesem Land zu verbringen. Nicht wegen den Menschen, ich liebe die Menschen, aber wegen der Regierung und vor allen Dingen auch wegen, wie viele Leute immer noch so hörig sind und nicht ihren Mund aufmachen und einfach nicht für das Richtige einstehen, sondern sich einfach bücken und alles mit sich machen lassen, so. Ich möchte das nicht, Digga. Für mich mein Leben und auch nicht für meine Kids, so, weißt du? Denen es auch so geht und ich bin der Meinung, dass man hinschauen muss. Man kann die Menschen nicht im Stich lassen. Man muss hinschauen, was ist passiert. Und man muss sich anschauen, wer braucht Unterstützung. Und so wie vorher das Motto war, alle miteinander, finde ich, muss es auch jetzt sein. Es ist für mich nicht abgehakt. Also ich habe dieses große Privileg, mir alles anzuschauen. Vor allen Dingen auch so miteinander zu reden ist voll wichtig, weißt du, ich meine, selbst wenn du Impfbefürworter warst und selbst wenn du die Propaganda gefühlt hast und so und eine andere Meinung hast und so, dass wir aber trotzdem wieder anfangen, miteinander normal zu reden, wie es hätte von Anfang an sein müssen, so. Auch in den Talkshows und so, es hätten von Anfang an Kritiker eingeladen werden müssen und dann wären auch viel mehr Leute wahrscheinlich aufgestanden und wären beschützt gewesen, einfach das durchzuziehen, was die uns da jeden Tag präsentieren. Aber diese Diskussion findet gar nicht mehr statt. Entweder du bist der richtigen Meinung, du bist dem Narrativ, du folgst dem Narrativ, oder du bist ein Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Rechter und hast in der Gesellschaft nichts verloren, so. Diese Entwicklung ist auch so angsteinflößend. Schauen zu dürfen und von keiner Sache tatsächlich ein Experte zu sein. Das ist jetzt nichts Rühmliches, das ist etwas, das ist mir passiert. aber es gibt so viele, die Experten sind. Und wenn man dann Fragen stellt und er kann sie nicht so beantworten, dass er sonst damit rechnen muss, dass er seinen Posten dort verliert, dann sollte man uns einschleifen, weil dann sind wir definitiv am falschen Weg. Weil dann geht es einfach um irgendwas. Da brauche ich aber dann keine Experten mehr. Also der Auftrag an die Gesellschaft, der wäre eines Erachtens jetzt folgender. Wir haben ja in der Corona-Thematik an sich ein Kollektiv versagt. Jetzt wäre es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, gesellschaftlich ein bisschen mehr zusammenzurücken, um wirklich die Themen ernst zu nehmen, die die Betroffenen vor allem auch haben. Dieses Miteinanderreden in der Gesellschaft ist so extrem wichtig, Freunde, weil dann, wenn wir uns connecten und wenn wir uns zuhören, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben und miteinander reden und diskutieren und gucken, was wir da für Lösungen finden können und so, dann sind wir auch nicht mehr so einfach steuerbar von der Regierung oder von den Leuten, die Entscheidungen treffen, so, weißt du? Wenn wir zusammenhalten als Menschheitsfamilie, ich rede jetzt wirklich vom Volk, von den Menschen, die jeden Tag auf der Straße leben, die zusammen arbeiten, die einkaufen gehen, die alles ganz normal machen wie ein normaler Mensch, so, weißt du? Wenn wir uns miteinander connecten, wenn wir miteinander reden, dann sind wir nicht angreifbar eigentlich, so, weil wir sind viel mehr als die Leute, die entscheiden. Das ist eine Sache, die muss man realisieren. Genau, ja. Klar, also ja. Ich war auch so wütend, weil ich diese Lager, diese beiden, diese wirklich, ja. Wo ich habe gedacht, wie können die Menschen so blöd sein und sich wirklich sich nicht überlegen, was sie tun. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung und ich kann sagen, also sie sind wirklich zu prügeln, sind diese Menschen. Mit was für einer Überzeugung, die das raushaut, meine lieben Freunde. So. Und die Dame ist nah dran an 1933, glaube ich. Weißt du, wie ich meine? Die hat den Scheiß damals mitbekommen. Und die sitzt im Fernsehen und erzählt irgendwas von, die Menschen muss man prügeln. So. Dass sowas überhaupt zugelassen wird im deutschen Fernsehen, ist krank.
Ja, also. Und dann passieren solche Dinge. Und guck dir die anderen an, die fangen an zu klatschen, Bro. Wir haben ja eben, Björn. Das ist eigentlich das, was mich auch wirklich in meinem Urvertrauen, was ich sehr stark habe, ziemlich erschüttert hat, weil eben dieser Diskurs nicht möglich war. Hm. Und weil man plötzlich sich ganz genau überlegen musste, was man sagt und wem man sagt. Voll. Viele Menschen wurden mundtot gemacht, einfach weil die gesehen haben, wie du gecancelt wirst, so zum Beispiel bei mir. So die YouTuber oder alle Rapper und so, die haben gesehen, was passiert, wenn du dich kritisch äußerst, so, und dann haben alle ihre Schnauze gehalten. Alle. Alle haben ihre Schnauze gehalten und haben gesagt, okay, wenn sowas mit mir passiert, dann halte ich mein Maul. Und das ist ja auch genau die Mechanismen, die haben wollen, so. Das sind genau die Mechanismen, die haben wollen. Selbst wenn du anders denkst, dass du dich nicht mehr traust, die Sachen, die du denkst, auszusprechen, da wollen die dich haben. Also die ganze Zeit ist mir eigentlich relativ gut gegangen, ja. Also ich war jetzt, natürlich war ich innerlich sehr gestresst und so wirklich bewusst ist mir das aber erst geworden, nachdem das Ganze vorbei war. Mhm. Weil nachdem das Ganze sich wieder beruhigt hat, habe ich gemerkt, dass ich das ganze Kranksein, also es hat angefangen vor 1,5, 2 Jahren, da bin ich in so eine Schleife reingekommen, da war ich einfach, glaube ich, 10-mal krank. Mhm. Und immer wieder, ich bin nicht gewusst, was da jetzt los ist, ja. Mhm. Und wie die ganzen Maßnahmen so vorbei waren, war ich immer wieder krank, trotzdem nur, ja. Viele Leute, ich höre das heute noch. Also die Leute werden definitiv mehr krank als vor Corona. Das ist schon crazy. Dann habe ich erst gecheckt, von was das gekommen ist und warum das so war. Und das ist halt losgegangen mit dem, dass ich mich einfach nicht sagen habe können, dass ich einfach mich verfolgt gefühlt habe und dass ich einfach Angst gehabt habe um alles Mögliche, um mich, um meine Familie, um die Zukunft. So eine Geschichte, ja. Wenn viel mehr Leute sich getraut hätten zu sagen, nein, da mache ich nicht mit, nein, da sage ich jetzt was. Und wenn ich Konsequenzen spüre, dann spüren es alle anderen auch. Und irgendwann einmal ist es zu viel. So viele Leute können dann nicht mehr Konsequenzen. Genau das Gleiche, was sie gerade ausspricht, habe ich mir auch gedacht so. Jungs, ich weiß, dass ihr die gleiche Meinung habt wie ich. Macht doch euer Maul auf so. Habe ich jeden Tag darauf gewartet, auf Instagram, auf YouTube, irgendwo was zu sehen. Und dann sehe ich die Leute, die promoten den Scheiß noch. Die gehen in irgendwelche Städte, verteilen Masken, sitzen neben irgendwelche Bürgermeister und sagen, bleib zu Hause und posten mit dem Hashtag und so. Nur damit die in der Playlist drin bleiben, damit die Videos geklickt werden, damit die Sponsorings haben und so. Wenn nur 50% von den ganzen Leuten ihr Maul aufgemacht hätten, dann wäre das ganze Thema ganz anders gelaufen so. Aber dadurch, dass alle, wirklich alle, fast alle ihr Maul gehalten haben, hat es so gut funktioniert. Es hätte niemals so gut funktioniert, wenn man wenigstens noch ein paar mehr Prozent gehabt hätte, die Mut dazu haben, Dinge auszusprechen, die sie denken. Wenn sie spüren, dann gibt es wieder in die andere Richtung. Aber ich verstehe halt auch Leute, die sagen, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe 3 Kinder, ich muss meine Miete zahlen, ich muss schauen, dass ich die Kinder ernähre, mich selber ernähre. Okay. Ja, das Thema Aufarbeitung findet meiner Meinung nach gar nicht statt. Ja. Die letzten 2,5, 3 Jahre, die sollten nicht so spurlos an uns vorübergehen, sondern so. Einfach, damit man aus den Fehlern, die da passiert sind, lernen kann, sollte da ständiger Diskurs stattfinden. Dass ich eben in dem Jahr 2021, das war auch das Jahr, wo ich am letzten Ironman noch im Herbst teilgenommen habe, der letzte von 4, die ich insgesamt gemacht habe. Und dann irgendwie einen Monat später war ich auch schon 3 Jahre lang auf der Warteliste von der Bergrettung für die Kurse, für die Ausbildung von der Bergrettung Mondsee, wo ich vorher bei den letzten 3 Jahre, glaube ich, bei allen medial wirksamen Einsätzen an vorderster Front immer mitgewirkt habe. Auf jeden Fall ist es da darum gegangen, diese Ausbildungskurse zu besuchen. Mhm. Und diese durfte ich nicht besuchen, weil ich mich eben nicht impfen habe lassen. Und da sind einfach wirklich alle ungeimpften Kollegen, die durften zu keinen Kursen, die durften auch nicht zu den internen Ausbildungen, nicht zu den internen Veranstaltungen, egal ob mit irgendwelchen Tests, egal was man angeboten hätte. Das war... Teilweise in Unis wollten die das auch durchziehen, ne? Dass die Studenten einfach nicht mehr. Ich glaube, ich hatte irgendeinen Arzt, der mir geschrieben hat, einer, der ein Arztstudium, also ein Medizinstudium gemacht hat und irgendwie dann in den letzten Semestern waren und da auch praxisnah gearbeitet wird und so. Und der hätte sein Studium abbrechen müssen, wenn er sich nicht impfen lässt. So.
Zimmer reinziehen. Hast ein Medizinstudium durchgezogen, was ja sowieso nicht einfach ist, so, ne? Und am Ende kommt so ein Thema um die Ecke und dann stehst du so krass unter Druck. Muss mal überlegen. So eine lange Kommunikation zwischen Landesleitung und. Also alles schön dokumentiert in meiner sauberen Manier. Aber das hat, sage ich jetzt einmal, sehr, sehr viel bei mir ausgelöst. Was die Personen im jetzt sozialen Umfeld betrifft, wenn wir speziell von der Bergrettung sprechen, da wird einfach alles ausgeschwiegen, Mund zu. Wir haben alle Fehler gemacht, schauen wir nicht hin. Es geht jetzt wieder weiter, schauen wir. Das erinnert mich doch an früher, ich schwör's dir. Wie viele Leute, die damals aus der Nazi-Zeit, die da wirklich an den Verbrechen beteiligt waren, wurden einfach so nicht bestraft, weißt du? Das ist eine Handvoll von Menschen haben Strafen bekommen. Der Rest hat einfach weitergelebt so. Viele sind geflüchtet auch, irgendwo nach Südamerika, hier ganz in der Nähe, Argentinien, Chile etc., Brasilien. Aber viele wurden auch einfach nicht verfolgt, so. Scheiß drauf, Thema ist zu. Ist durch. Passt schon. Zurück, lass uns auf keinen Fall drüber reden und nicht nur schon wieder mit dem Alten. So in die Richtung, ist die Wahrnehmung. Da muss einfach viel gemacht werden und kann jetzt von meiner Warte aus sagen, dass ich da das Glück gehabt habe, eine tolle Umgebung gehabt zu haben. Kenne aber leider auch viele, wo es nicht so war. Auch mein Freund hat viele Sachen erlebt, die nicht so fein waren. Und das ist halt auf jeden Fall, ist da noch viel Arbeit da und man muss halt wieder miteinander reden lernen. Man muss auf beiden Seiten einfach sich die Hand reichen können wieder und das fehlt noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass es wieder dahin geht, weil wir sind halt also einfach zusammen nur gut. Yeah. Stark gesagt, kann ich dir genauso unterschreiben. Und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Leute, gerade mit der Entwicklung und dass sie sehen, jetzt im Nachhinein reflektiert, was da eigentlich passiert ist, so, habe ich schon das Gefühl, dass immer mehr Leute offen sind, darüber zu reden und auch ihr Narrativ nochmal zu hinterfragen, so, weißt du? Und das ist eine gute Entwicklung, das ist eine gute Sache. Generell habe ich auch das Gefühl, dass viele Leute durch diese Zeit angefangen haben, sehr viele Dinge zu hinterfragen und kritisch zu sehen, was auch eine sehr gute Entwicklung ist, so. Also man muss auch die positiven Dinge sehen. Du bist jetzt hier gerade an uns vorbeigeradelt und hast, wir haben dich angehalten und du hast gerade dieses Plakat gesehen. Ja. Und meine Frage an dich wäre, wie hast du denn diese Zeit der Pandemie erlebt, auch als Pflegekraft. Mhm. Und was ist da auch persönlich in deinem Umfeld passiert? Wie habt ihr darüber sprechen können? Wie seid ihr damit umgegangen? Ja, ich habe das Ganze sehr kritisch gesehen, auch die ganzen Maßnahmen, die Impfung. Ich habe mich nicht impfen lassen. Stark. Das war, da wo ich arbeite, geht es kein großes Problem. Also die Testung war natürlich dann immer nötig. Täglich. Und ja, es hat natürlich viele in der Familie und auch in der Arbeit gegeben, die das anders gesehen haben. Also es hat schon viele Diskrepanzen gegeben, sage ich jetzt einmal, auch in der Familie. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das einfach eher so ist, dass man nicht mehr reden will drüber, dass das unter den Teppich gekehrt wird, so in der Bevölkerung. Hm. Und es ist auch in meinem Umfeld so, dass man das Thema eher nicht anschneidet. Mhm. Also es kommt immer wieder zu Gesprächen, aber man vermeidet es eher. Ja. Weil das immer wieder die Wogen doch ein bisschen hochgehen. Naja, ich verstehe es einfach nicht, dass man nicht drüber reden kann. Dass man, weil wir haben uns ja auch rechtfertigen müssen, dass wir uns nicht impfen lassen, dass wir diese Dinge einfach anders sehen, dass wir die Maßnahmen anders sehen. Und dann hätte ich halt auch gern, dass wir eben jetzt drüber diskutieren. Viele Menschen wollen halt an ihrem Weltbild festhalten und die wollen das nicht, dass man der Regierung, dass man den Medien, dass man der Wissenschaft nicht mehr vertrauen kann, so. Weil die dann mehr oder weniger auf sich alleine gestellt sind und sich selbst vertrauen müssten, so. Und die meisten Menschen machen begleitetes Denken, so. Weißt du, wie ich meine? Die denken nicht mehr selber, die entscheiden nicht selber, sondern sie ordnen sich einfach unter und machen das, was man von ihnen verlangt, so. Und deswegen halten die auch auf Krampf daran fest, dass alles so ist, wie es ist. Und wenn du dann anfängst, denen zu sagen, ey, guck mal, so und so, hier und da, das stimmt nicht zusammen, das passt nicht zusammen. Da haben die Sachen gesagt, die danach nicht eingetroffen sind. So, du musst jetzt anfangen, langsam dieses Bild von dem, was du denkst, was die mit uns tun und dass sie uns nur das Beste wünschen, musst du aufbrechen. Und das tut vielen Leuten weh und das kann ich auch nachvollziehen. Es ist eigentlich bei jedem so, der anfängt, sein Weltbild zu verändern und zu verstehen, dass gewisse Dinge einfach passieren. Aber es gibt halt auch sehr viele Leute, die einfach daran festhalten wollen, weißt du? Und mit denen kannst du auch nicht diskutieren. Die werden dann aggressiv und so. Ist schon crazy. Ich glaube schon, dass es wichtig wäre, dass man, dass
betreutes Denken. So, haben wir vom Ganser, ne? Haben wir vom Ganser das betreute Denken, oder? War doch vom Ganser, oder nicht? Bitte mal. Dass irgendwas bleibt einfach. Ein kleiner Stachel bleibt. Starke Dokumentation, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Hast du gut gemacht, gut aufgearbeitet. Bisschen emotional auch mit diesem Schwarz-Weiß-mäßigen angehaucht und der Musik. Fand ich ein sehr starkes Video. Stichpunkt Magazin. Auf jeden Fall abchecken, meine lieben Freunde. Geht gerne drauf. Lasst einen Kommentar da. Lasst einen Daumen nach oben da. Können wir den Bruder hier noch ein bisschen mit supporten eventuell. Liebe geht raus auf jeden Fall. YouTube, ich küsse euer Herz. Link natürlich unten in der Beschreibung. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Geht darauf, lasst ein bisschen Liebe da. War ein gutes Video. Hat er gut aufgearbeitet. Feier ich.